So, damit ihr jetzt nicht. Willkommen zurück zur Ultimate Custom Night. Ja, ihr seht, ich habe noch ein paar Charaktere mehr freigeschaltet. Zum Beispiel haben wir hier jetzt die ganze FNAF 3 Kategorie, die ganze FNAF 2. Dann haben wir noch Nightmare Fredbear, Funtime Foxy, Trash and the Gang, Rockstar Bunny, Rockstar Foxy, El Chip, Mopen Freddy, Lefty und Phone Guy. Und ich muss hier gleich mal eine kurze Ankündigung machen. Und zwar, Molten Freddy kann ich nicht mehr wirklich, wie soll ich sagen? Ist halt verbuggt, ich kann ihn nicht mehr, ich könnte ihn zwar reinhauen in die Nacht, aber er wäre einfach nur noch, er wäre eine Nervensäge, er wird meinen Strom wirklich leiden lassen, mein Stromvorrat. Weil man hört ihn nicht mehr, also er lacht nicht mehr. Und wenn er vorne steht und du die Tür zumachst, er knallt nicht rein, er haut nicht ab. Er haut einfach nicht ab. Und das ist eben auch ein Problem. Und ich wollte heute mal mit euch ein paar verschiedene Animatronics ausprobieren. Zum Beispiel fangen wir doch gleich mal an mit Lefty. Also Lefty, er ist so in einer Cam, also in so einem Schrank liegt er drin. So im rechten Hallway. Oder halt, nee, im linken. Depp. Rechts ist die Küche, links ist dieser komische Schrank. Da liegt er drin. Und ich kann da ja gleich, da unten links steht's ja, Lefty. Er wird aktiver von Noise und Heat, also von zu hoher Temperatur wieder. Schneller aktiv. Und von, wenn es zu laut ist. Und du kannst es mit der globalen Musikbox, kannst du ihn quasi wie... Obwohl, nee. Ah, nee, weil er zu weit weg von der Musikbox ist. Ja, Musikbox ist ja rechts, ganz weit weg. In der Küche. Und Lefty ist ja ganz weit weg. Er müsste echt durch das Office durchrennen, wenn er die Musikbox hören will. Aber du kannst die globale Musikbox benutzen, um ihn wieder ruhig werden zu lassen. Und Lefty, ich hab's mal probiert, ihn auf 20 in der vorherigen Aufnahme, aber die konnte ich nicht zeigen, weil da irgendwas falsch war. Oder da etwas falsch gelaufen ist. Also würde ich sagen, versuchen wir mal, Lefty auf 20 die Nacht zu schaffen. Okay. Ja, Toy Bonnie. Haben wir schon mehrmals in den Videos gesehen bisher. So. Gleich mal Power Generator an. Ventilator aus. Und gleich hier hingucken. Weil Lefty kann sehr, sehr schnell auftauchen. Aber natürlich, wenn die Temperatur weit unten ist, stört sie ihn ja nicht so. Da liegt er! Nein! Wenn er so hoch guckt, dann wird es langsam gefährlich. Dann wird es langsam brenzlig. Wenn er so hoch guckt. Jetzt müssen wir die globale Musikbox anschalten. Um ihn wieder zu beruhigen. Das beruhigt ihn nämlich. Und dann legt er sich wieder hin. Und dann sehen wir ihn nicht. Ich muss die Temperatur aber im Zaun halten. Ich mach erst wieder Power Generator, wenn er sich hingelegt hat. Geh weg, bitte! Ja. Jetzt kann ich wieder Power Generator. Noise ist verdammt hoch. Also. Verdammt, der liegt schon wieder da. Verdammt, du Mistkerl, du. Nein! Globale Musikbox! Die Temperatur steigt zwar verdammt schnell, aber er beruhigt sich dadurch auch schneller. Ich mache das, glaube ich, immer so. Um die Temperatur im Zaun zu halten, mache ich Power Generator und Ventilator. Und wenn er dann... Oh, verdammt, Alter, bist du schnell wieder da! Nein, bleib... Der macht schon wieder. Der zieht schon wieder durch. 1 Uhr. Das gibt's doch nicht. Globale Musikbox. Dun, 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 dun. Ja, ist wieder da. Jetzt kann ich echt Power Generator. Jetzt ist zwar... Obwohl, mit dem Ventilator mache ich es jetzt nicht, weil dann ist Noise so verdammt hoch. Ja, er guckt hoch. Ich hab's gesehen. Nein, bleib weg. Nein, du bleibst weg, bitte, von mir. Weil die Temperatur steigt verdammt schnell, man sieht's. 100? Und jetzt braucht er, glaube ich, auch ein bisschen länger, bis er
wieder ruhig ist. Aber ich mach mal kurz AC-Cooler. Das haut die Temperatur verschnappt. Extrem schon wieder runter. Reset Ventilation. Und jetzt mache ich Global Music Box. Jetzt ist auch die Temperatur. Braucht immer ein Weilchen, bis es so verdammt hoch ist. Jetzt mal gucken, wieso? Ja. Sieht noch gut aus. Aber langsam wird es mit dem Strom knapp. Er ist weg. Okay, er ist weg. Huch. So. Der guckt schon wieder hoch. Alter, wie? Ist die Temperatur? Nee, du bleibst weg von mir. Bleib weg von mir. Ich guck doch noch. Ich guck doch hoch. Wegen der verdammten Temperatur, die so hoch ist. Power AC. Hau die Temperatur bitte runter. Der guckt schon wieder hoch. Okay. Ich muss ihn eigentlich immer so schaffen, dass er nicht hochguckt. Er guckt schon wieder hoch. Jetzt kannst du dich beruhigen. Jetzt habe ich wieder auf 60. 60. 34%, 4 Uhr. Ist er weg? Nee, er liegt doch da. Aber jetzt kann ich wieder. So. Temperatur hält sich auch im Zaun. Aber er liegt schon wieder da. Hilfe. Holy shit, wie schnell wirst du bitte jetzt aggressiv? Okay, du bist verdammt aggressiv. Nein. Guck runter, dann mache ich Power AC. Weil du bist ja so zimperlich. Du bist ja so zimperlich. Du magst ja beides nicht. So hohe Temperaturen und so. Magst ja beides nicht. Deswegen hau ich die Temperatur runter und jetzt globale Musikbox, dass du dich beruhigst. Ich tue alles, dass es dir gut geht, Lefty. Aber du darfst mich einfach nicht killen, weil sonst... Rest in Peace. Ja! Ja! Wir können den Strom noch ein bisschen länger aufrechterhalten. Und wir haben es ja eh gleich geschafft. What the fuck? Wie schnell bist denn du wieder auf? Jesus! Ich habe jetzt nur so circa 5 Sekunden weggeguckt und schon ist er wieder angriffsbereit. Jesus! Raste doch nicht gleich so aus. Power AC. Runter mit der Hitze. Er guckt doch nicht hoch. Das ist ein gutes Zeichen. Er guckt doch nicht hoch. Okay. Power Generator. Jetzt schaue ich genau. Jetzt schaue ich. 5, 4, 3, 2, 1. Puh. Alter, Lefty seht, er kann euren Energievorrat extrem schnell fallen lassen. Und das ist natürlich Mist. Wenn du dann noch die ganzen anderen hast, die dir deinen Strom noch belasten. Das ist natürlich auch Mist. Und ich hatte eigentlich vor, heute mal Nacht zu spielen, die ich nicht so als extrem schwer empfunden habe. Ja. Runter mit den Punkten. Foxy will ich nicht mehr haben in der Nacht. Dich will ich vor allem nicht haben. Golden Freddy will ich nicht haben. Dann Puppet will ich nicht. Open Freddy will ich nicht. Und die drei hier. Also Lefty, Roxor Bonnie und Phantom Foxy. Ich hatte Phantom Foxy mal auf 20 und Phantom Mangle drin. Und genau da, als ich auf die Cam geguckt habe, wo eigentlich seine Showtime wäre, hat Phantom Mangle. Wenn ihr zu lange auf Phantom Mangle guckt, klappt der von selbst den halt das Tablet runter. Und dann habe ich Phantom Foxy eben erwischt. Aber wenn Phantom Mangle genau dann da nicht da gewesen wäre, hätte ich es vielleicht geschafft. Ja, Open Freddy. Sieht ihm ja aus wie so eine Art riesige Sprungfeder mit Arm und Kopf und vielen anderen. Spüren irgendwie, was weiß ich. Nein. Okay, jetzt haben wir... Nein! Oh. Vent System. Tür zu. Alter. Ihr seht, die Nacht ist extrem schwer. Weg mit dir. So. Phantom Freddy haben wir da. Das ist El Chip mit seiner verdammten Werbung. Er unterbricht euch einfach in der Nacht mit so einer verfluchten Werbung. Red Bear ist aber links, da ich ja da wegen Freddy und Don die Tür zu habe, ist er quasi, sind seine 200 Punkte wie einfach quasi geschenkt. Wenn ich aber Nightmare noch aktiv hätte, das wäre dann schon... Nein! Ich will kein Phantom Jumpscare von dir einkassieren. Und ich möchte mal kurz etwas klarstellen. Und zwar von F2... Ist aktuell, habe ich wieder ein bisschen dran gearbeitet, hat man ja wahrscheinlich auch gesehen auf dem Kanal. Ist wieder zwei neue Videos rausgekommen, mit der zweiten und der dritten Nacht. Und
Ich versuche jetzt erstmal das Projekt FNAF 1, das Let's Play, zu beenden. Und da meine ich mit beenden einfach noch die fünfte Nacht schaffen. Und dann wird es wahrscheinlich mit FNAF 2 weitergehen. Mit. Ja, eigentlich bin ich da nicht schlecht drin. Ja, der Papagei kann euch schon ein bisschen auf den Sack gehen. Er kann wirklich euch auf den Sack gehen. Aber da ich ja Lefty nicht da hab, boah, weil sonst wäre das verdammt, hätte er mich schon sicher, der hätte mich safe schon gekillt. Hi, sind gleich beide. Springtrap sollte langsam sich auch mal zeigen. Springtrap, danke. Boah. Jesus! Fucking Christ, du! Gott! Ich mach jetzt zu, weil Mangle ist sicher schon durch. Ja, Mangle ist durch. Was sieht das jetzt gerade? Ich kann wieder aufmachen. Hi, Bonnie! Old Bonnie. Oh, gleich alle! Alle drei! Was? Nein! Balloon Boy ist da! Oh nein! 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 Oh mein Gott, war das knapp! Sonst hätte ich Freddy safe gejumpscared. Hallo, bin ich dumm? Wahrscheinlich ist das einfach der Stress von der Nacht her. Bah, mach da auf! Bah! Vollast! Vollast! Shit! Boah, Springtrap! Oh, Alter, ich sag einfach mehrmals, boah, Springtrap! Jesus, ey. Mute! Mute, verdammt, Mist. Freddy! Alter, ich bin mir sicher, da waren nur noch wenige Sekunden davon entfernt, mich anzugreifen. Jesus, ey. Jesus. Boah. Nein! Nein! Von dir kasse ich keinen Jumpscare, nein! Nicht diese Nacht! In anderen Nächten kannst du es ruhig machen, aber nicht in dieser! Wer ist drin? Balloon Boy! Ist das dein Scheiß 1? Komm, mach! Boah. Gott, du gehst mal wirklich auf den Sack! Balloon Boy! Aber wir haben es fast! Ich darf jetzt nur nicht den Vent aufmachen! Weil da ist Mangle! Jeez! Hi! Papagei! Axi! Nein! Aber gerade Springtrap? Ja, wir haben es gepackt! Jesus, ey! 3600 Punkte! Das sind nochmal ein paar Anycoins, die wir benötigen. Und zwar wollte ich noch mal eine kleine Spielerei machen mit einem bestimmten Animatronic. Zuerst noch mal. Es war einer von den fünf Duct. Ich nehme einfach mal die goldene Mitte oder pinke Mitte. Pink Patch. Packt mal Pink Patch alleine in die Nacht. Dass ihr auch mal wisst, wie das mit den Duct Animatronics ist. Und das Duct System. Es gibt ja da neben dem Vent und dem Camera System noch das Duct System. Und um das geht es jetzt. So, Power Generator an und Duct. Da dieses Ausrufezeichen, das ist jetzt Pick Patch. Und dieser. Und der versucht durch den dort das offene Duct-Rohr zu kommen. Ui! Dumm ist er eben nicht. Oder doch? Nee. Ich habe jetzt Angst. Ich mach mal dazu, wo er kommt. Wie seht ihr da oben diese komischen Rohre da oben? Eins über dem Ballon, eins neben dem Babyposter. Durch diese großen Rohre, die zu leuchten, kommen die durch. Und zwar ist da nicht nur Pick Patch. Ich versuche immer da festzuhängen. Und da gibt es eben auch noch Happy Frog, also diese grüne Frosch. Mr. Hippo, dieser lila Typ da. Lila Typ? Ja. Oh mein Gott, ist das der Purple Guy Animatronic? Lol. Jetzt sagt mir nicht, ich habe den jetzt gerade festgesteckt.
Weil der bewegt sich gar nicht mehr. LOL, der bewegt sich gar nicht. Ist der dumm? Jetzt sag mir, ich hab den gerade einfach eingesperrt, dass er jetzt nicht mehr weg kann. Tatsächlich, ich kann den einfach rumlotsen, oder was? Kann ich den jetzt alles das rumlotsen? Und der versucht einfach alles Mögliche. Ich kann den einfach wirklich ein bisschen rumführen. Hey, hey, du musst hier hin. Der folgt dem Audio. Das ist einfach wie? Was soll ich sagen? Wie soll ich es nennen? Zum Beispiel, was essen Schweine? So eine Möhre an einem Seil spiele ich aktuell. Oder einfach, ich schmeiß da unendlich Möhren oder Karotten rein, wo der ist. Und dann, also eigentlich quasi, ich schmeiß da unendlich Karotten rein. Und der bleibt einfach da hängen, weil er da einfach an Dorn und Futtern ist oder so. Oder das ist so ein Audio. Ist so Springtrap-like. Er hat natürlich auch Heater. Den kann ich jetzt mal drücken. Zack. Hallo, zack. Heater. Lol. Jetzt sag mir nicht, ich kann ihn einfach irgendwo hinlocken. Jetzt sag mir nicht, der folgt jetzt dem Audio. Tatsächlich, der folgt dem Audio. Ja, ein bisschen, aber... Oh. Jetzt hört er nicht mehr drauf, oder? Muss wohl ein bisschen höher setzen. Kommst du jetzt? Er zögert ein bisschen. Er geht hoch. Was zum Teufel wissen wir da oben? Okay, dann stecke ich dich halt oben, hier oben fest. Steckst du fest, hm? Juckt mich aber nicht. Weil du bist ja eh mein Gegner. Und während der jetzt da oben eingesperrt ist, ja, das bewegt er auch gar nicht. Dummkopf. Aber warum hat der Heater nicht gewirkt? Ich hatte mal Orville Elephant aktiv. Aber komischerweise, ich habe ihn mir freigeschaltet und als ich dann nachher das mal gemacht habe, ist das Game ist ein bisschen verbuggt, aber es ist ja eh nur eine Demo. Die steckt dann aber hier fest. Im Kopf. Und zwar habe ich Orville Elephant mal drin gehabt. Also das ist dieser orangene Typ da. Mag wahrscheinlich orange, deswegen ist er auch orange. Ja, mieser Wortwitz. Oder ist halt, das ist halt einer, das ist eigentlich quasi der schnellste von allen. Jetzt sag mir nicht, ich kann ihn irgendwo hinlocken, wo ich will. Okay, dumm ist er nicht. Wo gehst du hin? Der kommt jetzt wieder hoch. Als ob der so dumm ist. Ich kann ihn einfach oben wieder feststecken, den Deppen. Ich kann den Deppen einfach wieder einschalten. Jetzt sag mir nicht. Das ist ein witziges Experiment. Der Depp, der folgt dem Audio einfach ununterbrochen und der bleibt da, wo das Audio ist, weil er denkt, oh, da ist jemand, da muss ich töten. Aber das ist niemand. Aber weil das Audio ununterbrochen spielt, so wie es aussieht, ist der so dumm und bleibt dort. Orwell ist da schon ein bisschen klüger. Jetzt kann ich da die Ducts immer wieder auf und zu machen. Aber wenn wir da mehrere aktiv haben, das wird dann witzig. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Duck-Drohnen rum. Also da, wo das X ist, wenn er da hingeht, kommt er nicht raus. Und da, wo ich quasi dann der grüne Pfeil ist, da kann er raus. Also Pickpatch ist ein richtig, richtiger Dummkopf. Also dann würde ich sagen, das war's dann auch schon mal wieder für heute. Auch mal für dieses Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir vielleicht mit anderen Animatronics ein bisschen rumspielen. Ciao!